Hallo, moin moin und allerherzlichst willkommen zu einer weiteren Stunde der Wahrheit mit Jörg von Joggler66, der euch die nächste Stunde durch diese Sendung führen wird. Diese Sendung, die normal letzte Lesung ist des Buches Das Doppelgesicht des Papsttums von James Edgar Wylie von 1850 besser gesagt. Ins Deutsche Übersetzung erschienen 1853. Ich gehe davon aus, dass dies die letzte Lesung ist, weil wir noch knapp 3,5 Seiten haben. Und dann habe ich noch ein paar Dinge vorbereitet für nach der Lesung direkt. Und ob es dann noch eine Zusammenfassung gibt, weiß ich nicht. Ich hatte mich heute Nachmittag hingesetzt und an einer Zusammenfassung dieses Buches gearbeitet, die ich dann im Nachhinein noch bringen wollte. Nur da kam dann mein Chef vom Taxiunternehmen dazwischen und hat mich gefragt, ob ich ganz dringend eine Fahrt unternehmen kann. Dann habe ich da nicht weiter dran arbeiten können. Aber buchmäßig werden wir das heute sicher abschließen können mit 3,5 Seiten. Da gehe ich mal von aus. Und von daher wird es die letzte Lesung. Und was das weiter bedeutet mit letzte Lesung, da habe ich dann auch noch eine Information zu. Die werde ich euch dann am Ende dieser Lesung heute mitteilen. Nun, Alexander hat leider keine Zeit gefunden, ein neues Lied aufzunehmen. Das finde ich aber überhaupt nicht so schlimm, weil dann habe ich wieder die Gelegenheit, mein Lieblingslied von ihm abzuspielen. Und genau das werden wir jetzt gleich auch tun. Und das werden wir dann jetzt mal einspielen. Geglaubt, es gibt einen Weg ohne Gott. Ich hab gemeint, es gibt ein Leben ohne dich. Und ich hab's gelebt, mein Leben ohne dich. Und es ist zur Geschichte geworden für dich. Ich muss ausbrechen von zu Hause, aus der Ordnung, wo alles tot und scheinheilig ist. Hast das, dass ich daran erstick, so verloren, so materiell, so voll Zauberer. Gewalt in der Schule, ein Geschrei zu Hause, die Welt ein roter Planet, wütig und gewaltig. Dabei bin ich so voller Einsamkeit, keine Liebe, nur noch Gier nach Trost und Zärtlichkeit. Die Karriere, der große Knall, und alles zerbrochen in mir. Ich hab keine Wahl, bin in der Straße zur Hölle. Such nach einem Ausweg aus diesen Qualen. Station, wo gibt's noch Annahme, wo noch Liebe? Und wieso bin ich am Leben? Es lohnt sich doch nicht. Und alles voll Schmerz, und alles voll Schuld in mir. Kein Ausweg daraus, wo ich anstark kann sein. Bin allein, Tränen fließen, mein Leben am Ende. Lieg am Boden und bin allein, Tränen fließen, mein Leben am Ende. Thank you.
seh dich und seh, wie du am Kreuz hängst. Du bist allein, Tränen und Leid. Und alles ist stumm in mir. Und er ist gestorben. Donnerblitz, der Vorhang zerreißt, der Vorhang zerreißt. Schweigen, er hat sich heute schlachten lassen, für die ganze Welt, für dich und mich. Ja, danke schön, Alexander, für dieses Lied, was mir so ins Herz gegangen ist, dass ich es immer, immer wieder hören kann. Entschuldigung, dass ich es euch vergessen habe, über Skype zu teilen, aber das ist dann halt so, das sollte dann halt so passieren. Keine Lesung ist perfekt, das ist eben das an Live-Lesungen. Und dann gehen wir dann jetzt halt in die letzte, 66. Lesung dieses Buches, das Doppelgesicht des Papsttums über die Geschichten, Lehren, Einfluss, den Zustand und die Aussichten der römischen Kirche. Und das sind genau die Aussichten, die wir hier auch in diesem letzten Buch, oder besser gesagt in diesem letzten Teil dieses Buches, weil das ist ja selber unterteilt in fünf Bücher, in diesem fünften Buch dieses Werkes erörtern wollen. Wir haben hier die Aussichten des Papsttums zu besprechen. Ja? Dieses Handeln ist ein Zwiefaches. Zuerst müssen die Schlagbäume niedergeworfen und dann die Wahrheit eingeführt werden. Das Erste zu tun ist Gottes Werk.
Ja? An ihm liegt es, die Schlagbäume niederwerfen und die Wahrheit einzuführen. Uns scheint, diesen Zweck will er durch seine Feinde ausführen. Es soll durch die gegenwärtigen Revolutionen erreicht werden. Ihre Mission ist, die Bollwerke der Finsternis zu stürzen und einen Weg zu öffnen, auf welchem das Christentum zum Segen der Völker voranschreiten kann. Das zweite ist das Werk, zu welchem Gott seine Freunde beruft. Aber auf welche Weise sollen wir es ausführen? Wir bieten keinen prunkenden Entwurf, versprechen kein mühelos und bald zu erreichendes glänzendes Resultat. Der Weg der Evangelisation der Welt ist kein Königsweg. Unser Plan ist einfach, aber ausführbar, wie uns scheint, der einzig ausführbare. Rom ist das Haupt und das Herz des modernen Heidentums. Lasst uns Rom erobern. Rom ist nach päpstlicher Logik der Stuhl Petri. Der Papst ist nur so lange der Nachfolger Petri und als solcher Herr der Welt, solange er Bischof von Rom ist. Das Schicksal des Papsttums ist aufs Engste mit dem Schicksale Roms verknüpft. Verliert der Papst den Stuhl Petri in Rom, so hat er erstens seine antichristliche Stellung, ihren Anspruch, zweitens sein so trefflich organisiertes System, seinen Mittelpunkt und seine Einheit verloren. So ist drittens der Zauber dahin, der von diesem Zentrum aus wohlgeleitet in die entferntesten Gegenden der Welt wirkt, nach der alten Regel urbs et orbis, die Stadt und die Welt. Daraus folgt: Wir müssen Rom erobern, das heißt, mit Gottes Hilfe dort das Christentum pflanzen. Welch ein Gewinn für das Reich Gottes auf Erden, wenn dort ein Mittelpunkt für die Verkündigung des Evangeliums gewonnen werden könnte, wenn es gelänge, die unerschöpflichen Hilfsquellen jenes Landes, alle die äußeren Hebel, welche Rom für seine unevangelische Propaganda besitzt, den kräftigen und entzündbaren Geist der Italiener in den Dienst der Mission Jesu Christi zu ziehen. Die gegenwärtige Krise Europas und Italiens muss dazu benutzt werden. Der Skeptizismus hat die Massen von Rom gelöst, aber ihm fehlt jede umgestaltende Lebenskraft, weil er eben nur Negation ist. Die Revolution mit allen ihren unsinnigen Täuschungen hat Tausende von Herzen der positiven Wahrheit näher gebracht. Der deutsche Rationalismus liegt im Sterben und wie selbst des blinden Augen erfahrungsmäßig der Sonne sich zuwenden, so dürfte sogar im Sozialismus trotz seiner entsetzlichen Macht, Nacht mit all ihren Gespenstern ein Zug zum Lichte vorgehen. Unser Herr kann ja auch der blinden Augen öffnen. Ein Sehen mit dem unbekannten Gotte geht durch die papistische und atheistische Welt. Und der, welcher es erregt, der will ihm auch Befriedigung gewähren. Darum, Christen, wie ein Mann, lasst uns beten um den Sturz des Papismus in Rom, beten, arbeiten, spenden für die Römerbekehrung zu dem lebendigen Gotte, eifrig, brünstig, unablässig beten. Es stehen uns zur Seite die Gebete der Märtyrer, deren Blut Rom vergossen hat. Es stehen uns zur Seite die Gebete aller Treuen in den Nationen, welche das Papsttum anklagen und verwünschen als den Bringer unsäglichen Verderbens. Es stehen uns zur Seite vor allem die Verheißungen Gottes, der jenes System verurteilt hat und spricht: Auf, schlage ihn, denn dies ist der Tag, an welchem der Herr hat übergeben deinen Feind in deine Hand. Lasset uns arbeiten. Aber mit welchen Mitteln? Du willst das erste Mittel zu Italiens Wiedergeburt wissen? Wir antworten: Es ist die Bibel. Und das zweite? Abermals die Bibel.
Und das dritte? Noch einmal die Bibel. Gott hat uns kein anderes Mittel zur Erlösung der Welt, also auch Italiens, gegeben. Auch wird augenblicklich kein anderer Missionar dort eingelassen. Wir müssen die Bibel nach Rom bringen, entweder über den Simplon und dessen Pass und diesen Pass decken uns die Valdenser, oder durch die Freihäfen Genua, Livorno und Civitavecchia. Von dort ist es bei gehöriger Vorsicht möglich, sie, zwar nicht in großen Ladungen, auch nicht auf den Heerstraßen, aber doch in kleinen Portionen in den Taschen treuer Boten in das Land der Finsternis zu bringen. Die Sehnsucht nach der Bibel ist in Italien vorhanden, hat selbst in den schlimmsten Tagen der Revolution sich nicht verleugnet und ist durch die teilweise Befriedigung, die in den Stürmen jener Zeit ihr wurde, nur allgemeiner verbreitet worden. Dass die Bibel in Italien wirklich schon Gutes gestiftet hat, dafür ist wohl der zuverlässigste Zeuge Pius der IX. Selbst, also Pio Nono, der am längsten im Papststuhl sitzende Papst der Geschichte, da er in einer eifernden Bulle den Fluch schleudert gegen die Bibel, den Fluch schleudert gegen die Verbreiter der Bibel, gegen die Bibelgesellschaften und so weiter, weil, wie er sagt, Zitat, auf diese Weise der Protestantismus, also das wahre Christentum, auf diese Weise in Rom und anderen Gegenden Italiens Eingang gewonnen habe. Wenn der Papst gegen die Bibel predigt und der Papst ist der biblische, historische und prophetische Antichrist, dann ist es die Pflicht eines jeden Christen, diese Bibel zu verbreiten. Die wahre Schrift, die Wahrheit unter den Menschen zu verbreiten. Nicht nur, wie der Autor schreibt, hier in Italien, sondern in der ganzen Welt. Das zu tun, wozu Jesus Christus uns auffordert, wenn er sagt, geht hinaus in die Welt und predigt das Evangelium einer jeden Kreatur. Es ist ferner, sagt der Autor nun auch in der Tat richtig, dass seit jenen Tagen in aller Stille die Genossen manches römischen Hauses um die Bibel sich sammeln, damit sie daraus die Nahrung für Herz und Gemüt gewinnen, welche Roms Kirche seit vielen Jahrhunderten ihren Kindern vorenthält. Was für eine Mutter, die das Brot der Welt ihren Kindern vorenthält! Daher der Schrecken des Papstes. Die Bibel rüttelt ja an seinem Throne im Vatikan nicht minder als die republikanischen Bajonette. Wir wollen gegen Rom marschieren mit dem Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. England hat die Sklaven in Westindien mit 20 Millionen Pfund losgekauft. Haben wir nicht 20 Millionen Bibeln, um Italien aus einer viel schlimmeren Sklaverei zu befreien? Wäre es nicht ein wahrhaft edler Beschluss? England schenkt Italien 20 Millionen Bibeln. 20 Millionen Bibeln kosten etwa 1,5 Millionen Pfund. Und dann hat jeder Mann, jede Frau, jedes Kind in Italien, von den Alpen bis Sizilien, eine Bibel. Aber es wäre an 5 Millionen genug, dann hat jede Familie eine. Wenn jeder in England, der ein Christ heißt, 5 Pence gebe, dann wäre die Summe beisammen. Oh, dass zu solchen Werken nicht nur England, sondern des ganzen protestantischen Europas Bewohner sich bereit fänden. Man nenne das nicht einen unpraktischen und unausführlichen Rat. Die Sache ist ausführbar und mit geringen Opfern zu bewerkstelligen. Britannien, welches schon so umfassendere Pläne ins Werk gesetzt hat, kann auch dies. Es kommt nur darauf an, dass einige tüchtige Kräfte die Organisation und Zentralisation frisch anfangen, so wird sich zeigen, dass es geht. Und der Engel des Herrn spricht: Fluchet der Stadt Neros, fluchet ihren Bürgern, dass sie nicht kamen dem Herrn zu Hilfe dem Herrn zu den Helden. Das ist aus dem Buch der Richter, Kapitel 5, Vers 23. Alles ruft dazu auf.
die Städte, welche das Papsttum, ja, also übrigens ja hier muss man eben zurückgehen, ja, zu dem Aufruf, wie verflucht die Stadt Meros, ja, nicht Neros, ja, sprach der Engel des Herrn. Verflucht, ja, verflucht nur seine Bürger, weil sie dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen sind, dem Herrn zu Hilfe mit den Helden. Das ist der Text aus der Schlachter heute und ich habe hier den Originaltext vorgelesen. Es ist Meros und nicht Neros, ja. Nero wird natürlich passen, ne? Aber darüber steht im Buch der Richter natürlich nicht geschrieben. Damals gab es Rom noch nicht und sicherlich Nero nicht. Ja? Also fluchet der Stadt Meros, fluchet ihren Bürgern, dass sie nicht kamen dem Herrn zu Hilfe dem Herrn, zu den Helden. Alles ruft dazu auf, die Städte, welche das Papsttum verheert, also verwüstet, zerstört, die Länder, die es entvölkert hat. Der Bettler in dem einst so stolzen Venedig, die rasselnden Ketten der neapolitanischen Gefangenen, alles klagt das Papsttum an. Die Seelen der Märtyrer unter dem Altar rufen, Herr, wieso lange? Die Propheten und Apostel, die Cherubim, die Seraphim, die in Roms Kultus so schnöde missbraucht werden. Himmel und Erde schreien, ja, rufen zum Ton des Allmächtigen. Und die evangelischen Geister wollen stillsitzen. Nein, lasst uns aufstehen. Und wenn wir im Glauben kämpfen, so wird das Papsttum fallen. Und ist das Papsttum erst gefallen? Oh, welch glückliche Zukunft wird über unserer von Hader und Elend umnachteten Erde aufgehen. Ist das Papsttum gestürzt, dann wirst du so reines Christentum voranschreiten unter den Völkern. Du, der Erzeuger der Freiheit, die Quelle häuslicher Sitte und gesellschaftlicher Ordnung, dessen Aufgabe es ist, gleicherweise zu irdischem Wohlstand und zu himmlischem Glücke zu führen. Und wenn die Völker deine Schöne sehen, also deine Schönheit, werden sie dich lieben. Und wenn sie dich lieben, werden sie sich untereinander lieben. Wenn deine Stimme erklingt, den Frieden verkündigend, werden die Leidenschaften entfliehen und das Toben der Völker wird einer tiefen und seligen Ruhe weichen. Von deiner segnenden und allmächtigen Hand berührt, werden ihre blutenden Wunden heilen und ihre Fesseln für immer zerbrochen werden. Von dir getröstet werden sie all ihr Weh vergessen und ihre Stimme, nicht mehr klagend und seufzend, wird die ganze Erde mit Lobgesängen erfüllen. Das walte Gott. Und das bringt uns zum Ende dieser Buchlesung, von der ich, wie gesagt, überzeugt war, dass dies die letzte Lesung wird. 3,5 Seiten, ein vor allen Dingen zum Schluss kräftiges Plädoyer von James Edgar Wiley für einen jeden Christen zu der Zeit damals lebend, in der Vergangenheit von damals bis heute und bis in die Zukunft hinein flehend, zu beten für den Untergang des Papsttums, zu beten für das Aufgehen des Lichts der Erkenntnis durch das Lesen der Bibel, das Annehmen des Lichts dieser Welt, das Jesus Christus ist. Ein Flehen von James Edgar Wiley, mit dem ich nicht nur 100% übereinstimme, aber von dem ich finde, dass wir alle uns dafür mal auf die Knie begeben und beten sollten. Nicht jetzt. Das macht jeder in seinem stillen Kämmerlein für sich selber. Und jeder gebrauche dafür seine eigenen Worte. Genauso wie es Jesus in Matthäus Kapitel 6 beschrieben hat. Denn wir sollen nicht reden und plappern wie die Heiden, die glauben, durch ihr vieles Gerede werden ihre Gebete erhört. Wir sollen unvorbereitet beten. Aber, und wenn es auch geschrieben steht, wie es ausgehen wird, wir können immer dafür beten, dass das Papsttum fällt. Wir können immer dafür beten, dass unser Herr zurückkommt. Kommen möge. Und in der Bibel steht geschrieben, dass das Gebet eines aufrechten Mannes vieles bewirkt. The prayer of a righteous man availeth much. So heißt es in der König James. Und die König James Bibel hat viele interessante Dinge zu sagen. Vor allen Dingen die König James Bibel und auch die anderen Bibeln, aber vor allen Dingen die König James Bibel, die eine unkorrumpierte Bibel ist, die
wir uns zur Aufgabe gesetzt haben, ich und einige meiner Brüder und Schwestern daran zu arbeiten, diese Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Diese Bibel hat uns dieses ganze Buch begleitet. Es ist die Bibel und die Bibel alleine, das die ganze Welt aus der Finsternis führen kann. Das hat es bereits in Zeiten der Reformation getan, zu Anfang des 16. Jahrhunderts. Wir leben heute im 21. Jahrhundert, also 500 Jahre nach der Reformation. In der Bibel steht nichts geschrieben davon, dass es eine zweite Reformation gibt. Aber in der Bibel stehen auch nicht alle Kleinigkeiten beschrieben. In der Bibel steht aber ganz deutlich geschrieben, dass zu der Zeit, als die Apostel in Jerusalem das Königreich Gottes verkündeten nach Jesu Christi Kreuzung, dass jährlich tausende Menschen zum Königreich Gottes dazu geführt wurden, also dabei gekommen sind. Das steht vor allen Dingen im Buch der Apostelgeschichte in den ersten Kapiteln darin. Und tausende neue Menschen kamen zum Königreich Gottes dazu. Und da kann man nur hinzukommen, wenn man die Bibel kennt. Und die Bibel macht uns ganz deutlich, A, wer Jesus Christus ist und B, wer der Antichrist ist. Und die Lesung dieses Buches von James Edgar Wiley sollte uns inzwischen unmissverständlich deutlich gemacht haben, wer der Antichrist ist. Und zwar der biblische, historische und prophetische Antichrist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die römisch-katholische Kirche zwar den Namen Jesus predigt, aber nicht den Jesus der Bibel den Menschen beibringt. Und das machen sie auf eine ganz subtile Art und Weise, indem sie nämlich Futurismus lehren. Und da wird sich mein zukünftiges Ministerium drauf beschränken. Oder drauf konzentrieren, möchte ich mal sagen. Diesen Futurismus zu exposieren und einem jeden Menschen deutlich zu machen, wer der wahre Jesus Christus ist. Darum kommt nach diesem Buch noch eine Lesung, und das ist die Lesung, die im Englischen heißt The Israel Deception Exploded. Es gibt da ein Buch von einem Autoren, Steve Wahlberg, das heißt Der Endzeitwahn, so heißt der deutsche Titel davon. Und ich werde nicht das ganze Buch lesen, aber da später mehr drüber. Jetzt wollte ich erstmal auf die Bibel nochmal zurückkommen. Dieses Buch, das Doppelgesicht des Papsttums, hat uns in all seinen Facetten das Papsttum und damit die Hure Babylon und den Führer der Hure Babylon, den Papst, den Antichristen, erklärt. Über 450 Seiten haben wir gelesen und haben wir gelernt von der Geschichte des Papsttums, über die Entwicklung des Papsttums, wie er sich die Macht genommen hat bis zu der heutigen Zeit. Nun ist das Schöne, dass wir auch in der Bibel über diesen Antichristen lehren können oder lernen können. Und deswegen habe ich mir zum Schluss für diese Lesung vorbereitet, Bibeltexte rausgesucht. Und diese Bibeltexte habe ich aus der Originalversion der 1611er König James Bibel übersetzt. Also die Texte, die wir jetzt hier lesen, kennt ihr. Nur hier und da sind vielleicht ein paar Wörter anders, weil sie direkt aus der König James übersetzt sind. Das ist eine Übersetzung, die ich angefangen habe und die ich hoffe, mit Hilfe einiger Brüder und Schwestern in der Zukunft auch fortführen werde, um die ganze Bibel oder zumindest noch große Teile, wichtige Teile davon, ins Deutsche zu übersetzen. Vor allen Dingen die Teile, die oftmals undeutlich sind. Nun habe ich hier Teile zusammengetragen. Unter anderem beginne ich hier mit Daniel Kapitel 7. Ihr seht, das sind 11 Seiten in total. Ich habe hier Textstellen zusammengetragen aus der Bibel, die alle den Antichristen deutlich erklären. Wer diese Bibelstellen liest mit offenem Herzen, mit offenen Augen und mit offenen Ohren, der kann nicht getäuscht werden, in was das Papsttum heute in der Vergangenheit und auch in der Zukunft darstellt, dargestellt hat und darstellen wird. Der Gegenspieler Jesu Christi. Der Judas Priest, wie man so schön sagen kann. Der Priester von Judas. Der Verräter des Christus. Die Bibel gibt uns an vielen, vielen Stellen Einsicht darüber, wer der Antichrist ist, wie er in die Welt kommt, wie er sich entwickelt und was er tut. Und deswegen fange ich jetzt an. Daniel Kapitel 7. Zu lesen.
Nachdem sah ich in der Nacht Visionen und siehe, ein viertes Tier, angstverursachend und schrecklich und außerordentlich stark. Und es hatte große Zähne aus Eisen. Es verschlang und brach in Stücke und zerstampfte den Rest mit seinen Füßen, und es war anders als alle anderen Tiere, die davor waren, und es hatte 10 Hörner. Ich betrachtete die Hörner, und siehe, da kam unter ihnen ein weiteres kleines Horn, vor dem 3 der ersten an den Wurzeln ausgerissen wurden. Und siehe, in diesem Horn waren Augen wie die Augen des Menschen, und ein Mund sprach große Dinge. Dann würde ich die Wahrheit über das vierte Tier erfahren, das von allen anderen verschieden war, überaus schrecklich, dessen Zähne von Eisen waren und seine Nägel aus Messing, die verzehrten, in Stücke brachen und den Rest mit seinen Füßen zerstampfte. Und von den 10 Hörnern, die in seinem Kopf waren, und von dem anderen, das nach oben kam und vor dem 3 fielen, selbst von diesem Horn, das Augen hatte und einen Mund, der sehr große Dinge sprach, dessen Anblick so viel stolzer war als seine Gefährten. Ich sah, und dasselbe Horn führte Krieg mit den Heiligen und setzte sich gegen sie durch. Bis der Ehrwürdige aus längst vergangenen Zeiten kam und das Urteil den Heiligen des Höchsten übergeben wurde, und die Zeit kam, dass die Heiligen das Königreich besaßen. Daher sprach er: Das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erde sein, das sich von allen anderen Reichen unterscheiden wird, und es wird die ganze Erde verzehren und sie niedertreten und in Stücke zerbrechen. Und die 10 Hörner aus diesem Königsreich sind 10 Könige, die auferstehen werden, und ein anderer wird sich nach ihnen erheben, und er wird von Anfang an anders sein als die anderen, und er wird 3 Könige unterwerfen. Und er wird große Worte gegen den Höchsten sprechen und die Heiligen des Höchsten zermürben und denken, Zeiten und Gesetze zu ändern. Und sie werden in seine Hand gegeben werden, bis zu einer Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Nun bitten wir euch, Brüder, wegen des Kommens unseres Herrn Jesus Christus und durch unser Zusammentreffen mit ihm, dass ihr nicht in Kürze in euren Gedanken erschüttert oder besorgt werdet, weder durch Geist noch durch Worte, auch nicht durch Briefe, selbst nicht von uns, dass der Tag des Christus vor der Hand liege. Lasse dich von keinem Menschen auf irgendeine Weise täuschen, denn dieser Tag wird nicht kommen, es sei denn, es kommt zuerst die Abkehr von der Wahrheit, und dieser Mann der Sünde wird bekannt gemacht werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und überhöht über alles, was Gott genannt oder angebetet wird, so dass er als Gott in den Tempel setzt, sich in den Tempel setzt und sich selbst als Gott ausgibt. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch diese Dinge gesagt habe, als ich noch bei euch war? Und nun wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit bekannt gemacht wird. Denn das Geheimnis der Ungerechtigkeit wirkt schon. Nur der, wer jetzt zurückhält, wird zurückhalten, bis er aus dem Weg geräumt wird. Und dann wird der Böse bekannt gemacht werden, den der Herr mit dem Geist seines Mundes verzehren und mit dem Glanz seines Kommens vernichten wird. Selbst ihm, dessen Kommen nach dem Wirken Satans ist, mit aller Macht und mit allen Zeichen und Lügenwundern und mit aller Täuschung der Ungerechtigkeit in denen, die umkommen, weil sie nicht die Liebe der Wahrheit empfangen haben, damit sie gerettet würden. Und aus diesem Grund wird Gott ihnen eine starke Täuschung zuteil werden lassen, dass sie einer Lüge glauben werden, damit sie alle verdammt wären, die nicht die Wahrheit glaubten, sondern Freude an den Ungerechtigkeiten hatten. 1. Johannes, Kapitel 2. Kindlein, es ist die letzte Zeit.
Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommen wird, schon jetzt gibt es viele Antichristen, wobei wir wissen, dass es die letzte Zeit ist. Sie gingen von uns aus, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie zweifellos mit uns weitermachen. Aber sie gingen von uns aus, damit es sich manifestieren würde, dass sie nicht alle von uns waren. Aber ihr habt eine Salbung von dem Heiligen und ihr wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie wisst und keine Lüge von der Wahrheit ist. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, wer leugnet, dass Jesus der Christus ist? Er ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat nicht den Vater. Wer aber den Sohn erkennt, der hat auch den Vater. 1. Johannes 4. Geliebte, glaubet nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hiermit kennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist von Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist nicht von Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem du gehört hast, dass er kommen sollte. Und selbst jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid von Gott, Kindlein, und habt sie überwunden. Denn größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum sprechen sie von der Welt und die Welt hört sie. Wir sind von Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht von Gott ist, hört uns nicht. Hiermit kennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 2. Johannes 1. Denn viele Betrüger sind in die Welt eingetreten, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Dies ist ein Betrüger und ein Antichrist. Offenbarung Kapitel 17. Und es kam einer der sieben Engel, der die sieben Schalen hatte und redete mit mir und sprach zu mir, komm her. Ich werde dir das Urteil der großen Hure zeigen, die auf vielen Gewässern sitzt, mit welcher die Könige der Erde Unzucht begangen haben, und die Bewohner der Erde wurden mit dem Wein ihrer Unzucht trunken gemacht. Und er brachte mich im Geist in die Wildnis, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voller Namen der Gotteslästerung, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Und die Frau war in Purpur und scharlachrot gekleidet und mit Gold und Edelsteinen und Perlen geschmückt. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, voller Gräuel und Schmutz ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben. Geheimnis. Babylon die Große, die Mutter der Huren und Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau betrunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Märtyrer von Jesus. Und als ich sie sah, wunderte ich mich mit großem Erstaunen. Offenbarung 18. Und nach diesen Dingen sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Macht ausübte. Und die Erde wurde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mächtig mit einer starken Stimme und sprach, Babylon die Große ist gefallen und wurde zur Behausung von Teufeln und zur Bewahrung eines jeden üblen Geistes und ein Käfig eines jeden unreinen und hasserfüllten Vogels. Denn alle Völker haben vom Wein des Zornes ihrer Unzucht getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die wundersame Kraft ihrer Wollust reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach,
Kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht von ihrem Schicksalsschlag empfangt. Denn ihre Sünden sind bis in den Himmel gekommen und Gott hat sich ihrer Missetaten erinnert. Zum Abschluss noch etwas, was nichts mit dem Antichristen zu tun hat, aber was zurückgeht auf den Aufruf von James Atkin Wiley, im ständigen Gebet zu sein und mit dem Schwert, dem zweischneidigen Schwert, dem Wort Gottes, der Bibel, auf dieser Welt gegen das Böse zu kämpfen. Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18 zum Abschluss. Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Kraft seiner Macht. Zieht den ganzen Harnisch Gottes an, damit ihr gegen die List des Teufels bestehen könnt. Denn wir ringen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Mächte, gegen die Herrscher der Dunkelheit dieser Welt, gegen geistige Bosheiten in hohen Lüften. Darum nehmt den ganzen Harnisch Gottes, damit ihr am bösen Tag standhalten könnt und alles getan habt, um auszuhalten. Steht darum. Ihr habt eure Lenden mit Wahrheit umgürtet und tragt die Brustplatte der Gerechtigkeit und eure Füße beschlagen mit der Vorbereitung des Evangeliums des Friedens. Vor allem nehmt das Schild des Glaubens, womit ihr in der Lage sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen zu löschen. Und nehmt den Helm der Erlösung und das Schwert des Geistes, welcher ist das Wort Gottes. Betet immer mit allem Gebet und flehet im Geist und wachet mit aller Beharrlichkeit und plädiert für alle Heiligen. Dies bringt die Lesung, das Doppelgesicht des Papsttums, zu einem, ich hoffe, mit der Bibelübersetzung, guten Ende. Und ich fordere einen jeden auf, sich das Buch gratis im Internet herunterzuladen. Man kann es in Frakturschrift erwerben, wie ich es hier gelesen habe. Man kann es durch die unermüdliche Arbeit von Marius und der Kontrollarbeit von Schwester Renate auch in lateinischer Schrift gratis bei mir im Internet auf archive.org herunterladen, selbst lesen und man kann es mit seinen Brüdern und Schwestern, und zwar den Brüdern und Schwestern im Fleische, aber auch mit Brüdern und Schwestern im Geiste, mit seiner Familie im Fleische und mit seiner Familie im Geiste hier auf dieser Welt teilen. Je mehr Leute diese Geschichte des Papsttums lesen, von Anfang bis Ende, von der ersten bis zur letzten Seite, und davon vom Heiligen Geist in die Wahrheit geführt werden durch das gleichzeitige intensive Studium der Bibel, der ist nicht betrogen. Dem schenkt Gott keine große Illusion, keine Lüge, sondern dem schenkt er die Wahrheit und die Erlösung in Form seines Sohnes Jesus Christus, wofür er gesorgt hat, dass sein einziger Sohn sich ans Kreuz nageln lässt, sein Blut vergießt für die Vergebung der Sünden der ganzen Welt, dort stirbt am Kreuz, 3 Tage später aufersteht, durch den Heiligen Geist in den Aposteln weiterarbeitet 3,5 Jahre, um die 70. Jahrwoche von Daniel zur kompletten Veränderung zu bringen, bis zu dem Zeitpunkt, wo Stephanus gesteinigt wurde und danach durch die Gnade Gottes das Evangelium an die Heiden ging, der ich einer war und denen ich dieses Buch predige und denen ich die Bibel predige, in der Hoffnung auf offene Ohren zu treffen, hier und da.